Und jetzt bitte einen ordentlichen Applaus für Jesus. Halleluja! Halleluja, Halleluja! Glory to God, glory to God. Alle Ehre unserem Herrn. Amen. Ja, ihr seid wunderschön. Aber in den Augen Gottes sind wir alle herzhafte, riesige Nullen, in denen er leben will. Und ich möchte euch alle heute auf Null reduzieren, damit er Raum bekommt in uns. Amen. Wisst ihr, das schwierigste Wort in der Bibel, um es umzusetzen in unserem Leben, ist im Johannesevangelium 15. Ohne ihn können wir nur die leichten Dinge tun. Stimmt es? Nichts. Amen. Wie viel können wir tun? Aha. Und bevor wir das nicht kapieren, dass wir ohne ihn nichts können, nichts haben und nichts sind, haben wir noch nicht den Eintritt gefunden in das erfüllte Leben eines Christen. Denn Christus möchte in dir leben. Amen. Und er möchte seine Werke durch dich tun. Wisst ihr, jahrhundertelang haben wir gebetet, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Dann sind wir heraus aus der Kirche, ich, mich, meiner, mir, Herr, segne doch uns vier. Passen die zwei zusammen? Wir haben was anderes gebetet, wie wir gesagt haben. Wie wir getan haben. Amen. Und jetzt kommt die Zeit einer Umschichtung. Jetzt müssen wir umdenken lernen. Übrigens möchte ich euch sagen, warum ich hier bin. Natürlich hat Jesus das organisiert, aber er hat eine junge Dame verwendet, die sich gewünscht hat, dass ich komme. Und ich möchte gerne, dass sie jetzt zu mir auf die Bühne kommt. Laura, komm. Laura, antwortet Gott gebetet? Ja. Halleluja. Wir sind jetzt der Beweis, dass er die Gebete beantwortet. Amen. Halleluja. Er hat zwar nur das halbe Gebet beantwortet, weil sie wollte ja auch, dass ich am Abend hier bin. Aber am Abend kommt ein Daniel, nicht dieser liebe Daniel, sondern ein anderer. Aber danke für deinen Glauben. Amen. Gebt ihr einen Klatschopper für ihren Glauben. Ja. So, und ich möchte euch heute, ich möchte, dass keiner mehr so herausgeht, wie er hereingekommen ist. Nämlich nicht mit längerem Gesicht, sondern mit vorherem Gesicht, okay? Wisst ihr, ich bin jahrelang in die Kirche gegangen und dann beim Herausgehen und man denkt, die Leute schauen alle schlimmer aus, als wie sie reingegangen sind. Wo ist denn da die Vorbotschaft Jesu Christi? Ja? Aber ist heute, glaube ich, möchte der Herr, dass ihr alle mit einem Lächeln hinausgeht aus dieser Gemeinde, um zu wissen, wer du bist auf dieser Welt. Du bist die Creme de la Creme. Das war ein lausiges Amen. Du bist die Creme de la Creme. Amen. An Christi Stadt Vertreter auf dieser Welt. Wow, gibt es was Höheres? Ah, gibt nichts Höheres. Also manche wollen es noch bewiesen haben, ich lese es euch aus dem Wort Gottes vor. Denn unsere Worte müssen mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Amen. Halleluja. Und zwar ist es im 2. Korintherbrief 5, 20. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. An wessen Stadt? Also es sitzen hier lauter Stellvertreter von Jesus Christus. Ja? Grüße mal deinen Nächsten, du lieber Stellvertreter von Jesus Christus. Herzlich willkommen. Wir sind Stellvertreter Jesu Christi. Amen. Ich glaube, ich habe noch einen Haufen Ungläubige hier. Eure Begeisterung des Glaubens ist sehr gering. Ihr seid Stellvertreter Jesu Christi. Ja, es geht nur weiter. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Deutschland, wählt Deutschland die Blödesten als Botschafter für andere Nationen? Nein, die Besten. Ihr seid gewählt von Gott als Botschafter Jesu Christi auf dieser Welt. Ihr seid die Besten, die Creme de la Creme. Amen. Es war ein bisschen besser, aber gibt es noch ein Besseres. Ihr seid die Botschafter an Christi Stadt. Amen. Amen. Ja, und ich möchte gern, dass heute jeder wirklich weiß, um was es geht. Das sind nämlich gewisse Prinzipien im Reich Gottes.
Und wenn wir die nicht lernen, dann haben wir manchmal Probleme. Ja? Und zwar ist ein Prinzip, ist, dass die Wahrheit und die Realität manchmal voneinander klaffen. Amen. Und wir glauben dann, es funktioniert nicht. Aber jetzt möchte ich euch einen Botschafter Jesu Christi auf die Bühne holen, der wirklich Jesus vertritt, wo immer er ist. Das ist der Daniel Exler. Komm bitte und sag ihnen, wie das bei dir war. Und diese Botschaft ist sehr wichtig, damit ihr alles andere kapiert, was ich euch nachher sage. Jawohl. Gott ist gut. Ich mache es ganz schnell, damit Maria hier viel Zeit hat. Mein Name ist Daniel, ich komme aus Pforzheim, also hier um die Ecke. Und die Ärzte haben zu mir gesagt, in 2 Jahren wirst du im Rollstuhl sitzen. Ich habe 50% meiner Sehkraft verloren, konnte nicht mehr laufen, nicht mehr schreiben, war kurz vor meinem Studium. Und die Ärzte haben gesagt, es ist zu Ende aus MS, Multiple Sklerose. Und gewöhnt dich an den Gedanken des Rollstuhls. Und es ist keine Möglichkeit mehr da, es ist unmöglich. Aber Jesus sagt, was unmöglich ist bei Menschen, ist möglich bei Gott. Und so kam ich nach Hause. Ich weiß noch, wo meine Mutter ist, hat an der Tür gesessen, so wie du jetzt. Und ich komme nach Hause, sie weint und sagt, lieber hätte ich es anstatt du. Aber manchmal müssen wir durch Phasen gehen in unserem Leben, die nicht einfach sind, die wirklich schwer sind, die auch nicht abnehmen können für andere Menschen. Aber was wir machen können, ist mit ihnen glauben, mit ihnen beten, mit ihnen einstehen. Und meine Familie hat das gemacht. Sie haben für mich gebetet, gefastet, sie sind eingestanden für mich. Sie haben mich auf Gebetshänden getragen, so wie dieser, kennt ihr diesen Gelähmten, der nicht reinkommen konnte, weil das Haus war voll. Und die 4 Freunde machen oben das Dach auf. Das wäre doch cool hier, oder? Kommt ein Gelähmter runter, so. Ja. Und Jesus sagt, als er ihren Glauben sah von den 4 Freunden, sprach er, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Der Glaube der Familie ist entscheidend für die Heilung. Glaube ist entscheidend für den Erfolg, für das Ergebnis von dem Kranken. Und so war es bei mir. Ich bin nach Hause gekommen, ich konnte nicht mehr laufen. In meinem Zimmer habe ich nur noch rumgehumpelt, bin so rumgelaufen die ganze Zeit und nehme die Bibel, die ist gerade belegt. Genau. Gleich kriegst du sie wieder. Und rumpel dann rum in meinem Zimmer und kann ich laufen und spreche Folgendes aus. Jesaja 53, durch seine Striemen bin ich geheilt. Und mein Körper sagt, nee, stimmt gar nicht. Meine Gefühle sagen, nee, stimmt gar nicht. Jetzt kannst du weitermachen. Die Umstände sagen, es geht nicht. Die Ärzte sagen, du bist krank. Die Diagnose sagt, du bist krank. Mein Körper sagt, du bist krank. Die Gefühle sagen, du bist krank. Das Wort Gottes sagt, ich bin geheilt. Und das ist eine krasse Spannung, was ich da erlebt habe. Mein Kopf sagt mir, du bist doch verrückt, das stimmt doch gar nicht. Das ist doch nicht richtig, das ist doch keine Realität. Ich habe eins kapiert, es gibt Realitäten und es gibt die Wahrheit. Und die Wahrheit hat eine Beziehung, ist es Jesus Christus, der da sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, allein durch mich. Wahrheit ist keine Theorie oder irgendein Verständnis, Wahrheit ist eine Beziehung zu Jesus. Und Heilung hat nichts zu tun mit einem Produkt des Reparierens deines Körpers, sondern Heilung hat zu tun mit einer Beziehung zum Heiler. Das ist das Entscheidende. Und habe ich immer wieder ausgesprochen, die ganze Zeit, durch seine Striemen bin ich geheilt. Und mein Körper sagt, du bist krank, das Wort sagt, du bist geheilt. Was stimmt jetzt? Diese Spannung nennt man Glaube. Etwas, was man noch nicht sieht. Da möchte ich ermutigen, schneide diese Spannung nicht ab, sondern sagt, ich halte das fest. Was das Wort sagt, halte ich fest. Und ich möchte dich ermutigen, ich bin hier reingekommen, habe gespürt, es gibt manche von euch, haben Verheißungen bekommen, Zusagen von Gott und du siehst sie hinten und vorne nicht. Es ist aber die Zusage Gottes. Halte sie fest, egal was die Umstände sagen, egal wie die Realitäten sind. Wichtig ist, was das Wort sagt. Dir geschehe nach deinem Glauben. Und diese Spannung nennt man Glaube. Halte das fest, schmeiß sie nicht weg, sondern halte das fest. Ja, und dann habe ich es immer wieder ausgesprochen, die ganze Zeit, das Wort Gottes humpel in meinem Zimmer rum. Und mit jedem Mal, wo ich es ausspreche, ich habe mich total komisch gefühlt, weil es gar nicht stimmt mit dem, was mein Körper sagt. Stimmt gar nicht, aber mit jedem Aussprechen, Glaube kommt vom Hören nach Römer 10, 17, ist Glaube gewachsen in meinem Herzen. Ich wusste, ich bin geheilt, weil das Wort sagt, ich bin geheilt. Nicht, weil mein Körper sagt, ich bin geheilt. Und etwas ist entstanden, in meinem Herzen ist Glaube gewachsen. Ich gehe wieder zum Arzt, ich stecke mich wieder in diese Kernspintomographie rein, mache verschiedene Fotos. Dann sehe ich meinen ganzen Körper so auf der Leinwand hier. Und
Sie sagen, das ist eine Fehlaufnahme, das kann nicht sein, wir finden nichts mehr. Nochmal in die Röhre, dann nochmal rein, wieder nichts gefunden. Gott hat meinen ganzen Körper wiederhergestellt, zu 100%. Ja. Genau. Und die Ärzte haben gesagt, in 2 Jahren wirst du im Rollstuhl sitzen. Heute bin ich 19 Jahre vollständig geheilt, weil es einen Gott gibt, der heute noch heilt. Sein Name ist Jesus. Ja. Mit diesem Zeugnis möchte ich euer Glaube stärken für das, was möglich ist. Alles ist möglich für den, der da glaubt. Am Ende wollen wir noch beten zusammen, gell? Jawohl. Dann hauen wir noch mal rein, dann, ja? Mach mal. Bis später. Danke vielmals. Gebt dem Herrn einen Klatschhopper für dieses Wunder. Ja, ich möchte euch auch noch eine Heilung von mir erzählen, die sehr, sehr schwerwiegend war. Mit 20 Jahren habe ich meine Knochen, 2-mal meine Beine gebrochen, den Arm gebrochen, bin ich untersucht worden, ich habe Knochen, Osteoporose wie eine 100-Jährige mit 20 Jahren. Dann bin ich natürlich zum Arzt, der hat mir, der Zahnarzt, sämtliche Kronen geändert oder Einlagen in den Zähnen, weil da wahrscheinlich Quecksilber drin war oder was. Habe ich alles durchgemacht, nichts ist passiert. Ich habe alle möglichen Diäten durchgemacht, nichts ist passiert. Und dann hat Gott mich nach Amerika gerufen. Da habe ich gesagt, Herr, kann ich nicht, ich bin krank. In Amerika kann man sich nicht leisten, krank zu sein. Ich musste jeden Samstag zu einer Leichtstrombehandlung, damit ich es wieder durch die Woche geschaffen habe mit den Schmerzen. Dann hat er gesagt, geh, ich werde dich heilen. Ja. Bin ich nach Amerika geflogen. Dann habe ich gesagt, jetzt wird es aber spannend, Herr, jetzt musst du mich heilen. Ja. Er hat nämlich auch gesagt, ich soll bleiben in Amerika. Ich bin dann 15 Jahre geblieben. Passt auf, wer mich einladet, ich habe die Tendenz zu bleiben. Ja. Also auf jeden Fall habe ich dann gesagt, Herr, jetzt musst du mich aber heilen. Und dann ist was passiert. Dann habe ich einen Traum bekommen vom Kindergarten. Ich war im Kindergarten als kleines Kind und es war so real. Ich konnte die Luft riechen in dem Traum, in dem Kindergarten. Und ich glaube, ich war ein erotisches Kind. Ich wollte nie angegriffen werden. Ja? Und das haben die Buben, ja, das haben sie genossen. Die haben das nur so gemacht. Ja? Und ich da war geblärt und die Kindergartentante mit mir geschimpft und die nur gelacht. Ja? Und die Mama hat mich dann nach einigen Wochen herausgenommen aus dem Kindergarten. Weil ich wollte nicht angegriffen werden. Ja? Auf jeden Fall, die Tante hat mich nicht beschützt. Die hat immer nur mich zusammengeschimpft. Und dann hat der Herr gesagt, aber ich sage, Herr, warum träume ich denn von der? Die mag ich ja nicht. Dann hat er gesagt, genau deshalb. Vergib ihr. Und dann, ihr Lieben, fangt die Logik an zu denken. Na, ich weiß gar nicht, ob die noch lebt. Ich weiß ja gar nicht den Namen. Wie kann ich der vergeben? Sagt der Herr, das ist alles nicht wichtig. Vergib ihr. Du hast einen Groll auf sie. Wenn ich sie getroffen habe, später im Leben, bin ich auf die andere Straßenseite, damit es für sie nicht peinlich wird. Bist du so verlogen? Steinheilig. Und dann habe ich gesagt, okay, dann vergebe ich ihr. Dann habe ich gesagt, ich vergebe der Kindergartentante ganz gleich, ob sie noch lebt oder nicht oder wie sie heißt. Ich vergebe ihr, dass sie mich nicht beschützt hat. Und ich sage euch, dann ist was passiert. Dann hat sich da drinnen was geöffnet, wie ein Riesenkanal und eine Schlange kam heraus. Ich hatte einen Zorn auf diese Tante, einen Hass auf diese Tante. Ich hätte sie umbringen können an dem Tag. Ich war entsetzt über mich selbst. Das war im Unterbewusstsein. Ich wollte ja immer ein braver Mensch sein, habe alles verdrängt. Mach, habe ich mich erschreckt. Über diese Gefühle, die aus mir herausgekommen sind. Alles habe ich sie genannt. Dann hat der Herr gesagt, okay, jetzt bring deine Schuld zu mir. Und dann habe ich alles bekannt. Ich gebe dir diesen Mord, wenn ich gedacht habe, dass ich fähig bin, eine Fliege zu töten und die Tante wollte ich umbringen, wenn ich sie gehabt hätte. Ich gebe dir den Mord, ich gebe dir diesen Zorn, ich gebe dir diesen Hass, den ich auf dieses Weib habe. Und ich habe ihr vollkommen vergeben und bin eingeschlafen wie ein Baby. 3 Wochen lang, jede Nacht ein anderer Traum von jemandem, der mich nicht beschützt hat. Und ich denen das nachgetragen habe. Und dann, nach 3 Wochen, fängt plötzlich ein Rieseln an in meinem Rücken, wie bei der Leichtstrombehandlung. Sage ich, Herr, heilst du mich? Sagt er, ja. Und seither bin ich geheilt. Die Wurzel. Und dann habe ich in der Bibel gelesen, solange ich meine Sünde verschwieg, zerfiel mein Gebein. Ihr Lieben, alle Krankheiten mit Knochen haben zu tun mit Nichtvergebung.
Solange wir die Sünde verschweigen, zerfällt unser Gebein. Amen. Halleluja, heute bin ich geheilt. Also es sind Zusammenhänge zwischen den Angeboten Gottes und unserem Mitarbeiter, Arbeit mit ihm. Amen. Wisst ihr, viele Krankheiten verdienen wir uns. Amen. Das falsche Essen. Keine Bewegung machen, zu wenig trinken. Also wir haben eine Verantwortung für diesen Körper. Amen. Also, aber der Herr wird uns erwachsen, der Herr wird uns hineinführen in die Wahrheit, die uns frei macht. Amen. Also ihr Lieben, ich sage euch noch, was Gott vorhat mit uns hier. Denn Gott ist, der in euch wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel. Das ist unser Teil. Kein Murren und keine Zweifel. Damit ihr ohne Tadel und lauter seid, Gottes Kinder, ohne Makel, mitten, hört jetzt einmal, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht. Leben wir in einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht zurzeit weltweit? Unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt. Dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens, mir zum Ruhm an dem Tage Christi, sodass ihr nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Ihr Lieben, du und ich, wir sind ein Scheinwerfer Gottes in dieser Welt. Amen. Begrüße mal deinen Nachbarn, du herrlicher Scheinwerfer Gottes. Lass dein Licht leuchten. Amen. Außerdem sind wir Botschafter Jesu Christi. Grüßt euch beim richtigen Wort, Botschafterin Manuela, Amen, grüßt euch gegenseitig, Botschafter Daniel, Amen, Botschafter, Amen, ihr seid Botschafter und in der Früh, ab heute möchte ich, dass ihr morgen aufsteht, in den Spiegel schaut, noch ungekämmt, ungewaschen und sagt, Herr, du hast einen fantastischen Tag gehabt, wie du mich geschaffen hast. Und ich nehme meine Position an, als Botschafter des Reiches Gottes in dieser Welt zu sein. Amen. Und dann sagst du dem Gesicht noch, uns Beste warteten auf dich. Amen. Und dann drehst du dich um und sagst, Teufel, schnell aus, jetzt komme ich, dein Tag ist verhunzt. Amen. Wir sind berufen zu herrschen. Zu herrschen. Wir sind die wahre Regierung der Welt. Amen. Wir sollen nicht, wenn ein Mann denkt, ich habe immer schon gewusst, ich soll über meine Frau herrschen. Nicht über deine Frau. Über die Werke der Dunkelheit, über Satan sollen wir herrschen. Amen. Und da hat Gott eine solche Autorität gegeben. Wie diese ganze Corona-Sache kam, und ich bin wahrscheinlich mit Abstand die Älteste in diesem Raum, laut Geburtsschein. Nicht nach Wahrheit. Ja? Mein Leben ist Jesus Christus, und er ist nie älter wie 33 geworden. Halleluja. Ich feiere jedes Jahr den 33. Geburtstag. Der Rest ist Lebenserfahrung. Amen. Aber ihr Lieben, wir haben so eine Berufung in dieser Welt. Und da schaut Gott nicht, ob du jung oder alt bist, ob du Frau oder Mann bist, ob du irgendwelche Abschlüsse von der Universität hast. Der schaut nur aufs Herz. Nur aufs Herz. Wisst ihr, ich habe vor einigen Jahren in Afrika ein Ehrendoktorat bekommen, ein PhD, und wie sie mir das gegeben haben, da waren 45, die sie gewählt haben, ich war die einzig Weise, habe ich gesagt, ja, wieso habt ihr uns da überhaupt gewählt? Und gesagt, wo wir keine Korruption gefunden haben. Und das hat mich sehr gefreut, habe gesagt, in der Gruppe bleibe ich. Außerdem danke ich euch, dass ihr mein Leben bestätigt. PhD heißt für mich Pulling Heaven Down. Den Himmel herunterreißen. Das habe ich bisher immer gemacht, mache ich auch weiterhin. Jetzt habt ihr es bestätigt. Dankeschön. Ja. Dann habe ich gesagt, ich habe auch ein BA, ja, das ist Bachelor of Art. Ich bin I'm born again. Ich bin wiedergeboren. Aber da habe ich gesagt, ein MD habe ich auch noch. Ja. Das ist ein Medical Doctor in der Welt, aber ich bin ein Master over Demons. Amen. Ich möchte nur die Titel haben, die vor Gott zählen. Amen. Halleluja. Aber ich gebe allen heute hier diese drei Titel. Erstens einmal, dass du born again bist, dass du wiedergeboren bist. Das ist das Allerwichtigste. Dass du nicht mehr aufgrund deiner Leistungen vor Gott stehst, sondern aufgrund seiner Gnade. Dass du erkannt hast, er hat alles für dich getan. Amen. Gott braucht nicht deine
deine Leistungen, er will dich haben, dass du ihm zur Verfügung stehst. Wisst ihr, in der westlichen Welt sind wir gewohnt, Gott Aufträge zu geben, wie er es machen soll. Total daneben. Gott möchte dir Aufträge geben, was er durch dich hier auf der Welt machen will. Das ist ein ganz anderes Lebensverständnis. Amen. Und da sollt ihr jeden Tag euer PhD leben, pulling heaven down. In der Früh fragt schon, lieber Gott, was hast du im Himmel vorbereitet, für uns zwei für heute zu tun. Amen. Und dann musst du nur horchen. Wer meine Stimme hört, wenn ihr meine Stimme hört und tut, was ich euch sage, dann werde ich tun, was ich verheißen habe. Amen. Ich sage euch, ich lebe ein Leben der Gnade. Und in einem Leben der Gnade und Gunst, da kommst du vom Staunen nicht heraus. Da wunderst du dich selbst über alles, was Gott tut. Und vor allem die dich beobachten. Und wisst ihr, ich habe jahrelang, weil ich bin ja römisch-katholisch aufgewachsen, ja. Tun, 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 nicht tun, nicht tun, nicht tun. Und ich habe schon früh erkannt, dass Jesus eigentlich mich liebt und einen Traum für mich hat. Und den will ich auf Erden leben. Und da musste ich einige Male von den Forderungen meiner Eltern sagen, kann ich nicht mitmachen. Das ist nicht der Weg Gottes für mich. Wisst ihr, die Bibel heißt, sagt sogar, wenn wir Vater und Mutter nicht hassen, noch mehr, und ich mich selbst auch, können wir nicht seine Nachfolger sein. Mit Gott zu gehen, ist eine extrem radikale Entscheidung. Da zählt nur mehr er. Amen. Wisst ihr, da hat dann niemand mehr die Autorität in deinem Leben, außer Gott selbst. Ich bin sehr befreundet mit der First Family von Uganda. Und dann rief mich die First Lady an, sie möchte mich sprechen. Denke, was habe ich denn falsch gemacht? Und sie hat uns einen Großteil unseres Werkes eingeweiht. habe ich gesehen, dass sie die Sachertorte sehr gut mag. Die Sachertorte hat sie gern mögen. Ich sage, ja, nehme ich halt eine Sachertorte mit, vielleicht kann ich sie dann beruhigen, wenn ich was falsch gemacht habe. Also reine Bestechung. Und dann kam ich zu ihr und dann war ein nettes Gespräch. Ich sage, warum hast du mich rufen lassen? Sagt sie, ja, weißt du, du weißt ja, dass mein Mann mich immer in die Gebete ruft, wo kein Minister hin will, weil es nichts zu holen gibt. Ja. Und dann sagt der liebe Gott immer zu mir, ich soll dorthin. Ja. Jetzt habe ich wieder so ein Gebiet bekommen in Karamoja. Und das war was anderes. Und ich habe jetzt wieder so ein Gebiet bekommen, da gibt es keine Mädchenmittelschule. Du weißt, wie sehr ich die Mädchen liebe. Und dann habe ich Gott gefragt, wer kann mir da helfen, eine Mädchenmittelschule zu bauen? Und da ist immer dein Name gekommen. Habe ich gesagt, also die Schule kriegst du sicher. Aber ob der liebe Gott durch mich bauen will, habe ich keine Ahnung. Da muss ich von ihm selber hören. Glaubt ihr, dass ich früher mal den Mut gehabt hätte, einer First Lady, einer Nation, sowas zu sagen? Ich stehe nicht unter der Autorität von Uganda, sondern unter der Autorität des Königs aller Könige. Und sie ist eine tiefgläubige Frau, sagt sie, das verstehe ich, Maria. Beten wir, dass Gott spricht. Wir haben gebetet. War um 9 Uhr abends. Und dann, ich war die Letzte an dem Tag, die bei ihr ein Interview hatte. Und dann geht sie mit mir raus, sagt sie, wo ist dein Chauffeur? Sag ich, du schaust ihn an. Sagt sie, wie bitte? Du fährst ohne Chauffeur? Das will ich dich nie mehr sehen ohne Chauffeur, bei dem Verkehr in Uganda. Wenn ich sie jetzt besuche, habe ich immer einen Chauffeur, ja? Aber sonst fahre ich immer noch alleine oder sehr viel. Sagt sie, wo ist dein Auto? Ein kleiner, verbeulter RAV4 ist da hinten, das ist der da hinten, okay. Was ich auch nicht sehr beeindruckt, aber das ist mir wurscht. Mein Auto muss mich nur dorthin bringen, wo ich hin muss, alles andere. Mein Auto ist nicht meine Identität, ja. Aber inzwischen hat der liebe Gott mir ein Auto geschenkt, das gleiche wie die First Lady. Halleluja. Gott hat solchen Humor, solchen Humor. Gut, dann, das ist in Entebbe, wo der Präsident wohnt mit seiner Frau in einem wunderschönen White House. Und dann ist am Abend kommen da ganz viele Flugzeuge an, weil das ist der internationale Flughafen auch. Und dann habe ich, natürlich war das für mich jetzt, Herr, ist das wirklich dein Auftrag, dass ich der First Lady eine Mittelschule baue? Ich habe keine Reserven, gar nichts.
Und da meditiere ich. Und wenn ich so alleine fahre, hänge ich mich immer zwischen zwei LKWs. Ja? Der erste, der zieht mich, der zweite schiebt mich. Ja? Und da brauche ich immer am wenigsten Benzin. Und da fahre ich zwischen den beiden und meditiere, ist das Gottes Auftrag. Herr, sprich doch zu mir. Und sehe, wie Gegenverkehr kommt und einer hinten überholt. Und zwar ein LKW. Und der hat nur eine Chance gehabt, dem zu entweichen und zwar da hineinzufahren, wo ich bin. Boah, ich bin auf die Bremsen gestiegen und gehofft, dass der hintere mir nicht drauf fährt, ja, damit der hineinfahren kann. Also den habe ich. In solchen Situationen, muss ich ehrlich gestehen, verliere ich jede Geistlichkeit. Den habe ich alles genannt, was mir eingefallen ist. Und da fährt er hinein. Knapp hat er mich nicht in den Abgrund gefahren. So ein Hirsch. Und dann habe ich aber gesehen, was auf dem LKW drum gestanden ist. In so großen Buchstaben, God's will. Der Wille Gottes. Und ich überlege, ob das der Wille Gottes ist, dass ich der First Lady eine Mittelschule baue. Also so klar hat Gott noch nie zu mir gesprochen. Die nächsten zwei Stunden habe ich nur gelacht. Ich habe gesagt, Herr, jetzt ist es aber dein Problem, wenn wir die Schule zustande bringen. Ich habe kein Geld, gar nichts. Gut, am nächsten Tag rufe ich an die Sekretärin, sagt sie, hat Gott gesprochen, wir haben noch eine Stunde gebetet, dass Gott zu dir spricht. Ja, der hat laut gesprochen, fast wäre ich umgekommen mit dem Sprechen. Dann habe ich gesagt, habe ich sie erzählt und gesagt, Gott sei Dank, wir freuen uns sehr. Gut, daraufhin hat mich die First Lady mit ihrem Hubschrauber, das habe ich geglaubt, ihr Hubschrauber, dorthin geflogen ist, einige hundert Kilometer weg. Und ich sage, alles, was ich an dem Hubschrauber angerührt habe, war lose. Ich habe gedacht, Gott, das will ich hoffen, wir schaffen es. Dann habe ich zu ihr gesagt, also keiner kann dir nachsagen, dass du den schönsten Hubschrauber im Land hast. Dann hat sie gesagt, das ist auch nur eine Reserve. Meiner ist aber eine Reparatur. Auf jeden Fall sind wir dann hingekommen und dann haben wir die Pläne gemacht. In 9 Monaten war die Schule gebaut und bezahlt für 400 Kinder, Mädchen. Und dann hat sie bei der Einweihung... Und dann hat sie bei der Einweihung erzählt, diese Schule ist Gottes Wille. Das hat Gott ganz klar zur Mama Maria gesagt. Und dann hat sie die Geschichte erzählt von dem LKW, auf dem in großen Schrift drauf stand, God's will. Amen. Aber inzwischen hat Gott mir den Auftrag gegeben, eine Schule für 4.000 zu bauen. Ja? Das war für 400. Jetzt wage ich es gar nicht, sie zur Einweihung einzuladen. Weil das ist... lächerlich, was ich für sie gebaut habe und was wir jetzt gebaut haben für das Reich Gottes. Amen. Ich sage es euch, für Gott ist nichts unmöglich. Amen. Er braucht nur deinen Gehorsam, deinen Glauben, dein Vertrauen, dein ihm zur Verfügung stehen. Wisst ihr, die Leute fragen, ich brauche im Monat 600.000 bis 800.000 Euro, um dieses Werk laufen zu lassen. Ich habe 1.300 Mitarbeiter, 5 Baumeister dauernd im Einsatz. Über 18.000 Kinder haben wir jetzt schon in die Schulen und Universitäten geschickt. Und da sind natürlich noch Tausende, die damit dranhängen, die ganzen Familien. Und da fragen sie mich nach meinen finanziellen Geheimnissen. Ich sage, ja, die kann ich ja schon sagen. Ohne ihn kann ich nichts tun. Für mich ist 1 Euro genauso schwer zu kriegen wie 1 Million. Wieso soll ich mir dann um die Million sorgen? Wenn Gott das anschafft, dann muss er auch zahlen. Amen. Ich sage immer, Lord, your will is your bill. Und was du anfängst, musst du auch fertig machen. Außerdem ist das nicht mein Werk, sondern dein Werk. So ist dein Ruf am Spiel, wenn es nicht funktioniert. Ich bitte, kämpf um deinen Ruf. Amen. Meiner ist schon dahin. Amen. So, ihr Lieben. Wie viel Zeit habe ich denn? Also, wisst ihr, in Afrika sagen die Afrikaner, Mama, du hast die Uhr, aber wir haben die Zeit. Ja? Wir haben ein bisschen einen anderen Zeitbegriff. Hier mit Minuten zu arbeiten, das ist für uns etwas fremd. Okay? Also, der Unterschied zwischen einem Verlierer und einem Gewinner ist was? Der Gewinner steht einmal mehr auf wie der Verlierer. Einmal mehr. Kannst du das? Ja. Amen. Und da habe ich jetzt 19 Stehauf-Situationen. Erstens, steh auf, denn Gott will dich. Er braucht dich. Sag zu deiner Nachbarin, Gott ist unwahrscheinlich abhängig von dir. Er will dich. Er braucht dich. Amen. Wisst ihr, wenn wir schon lesen im Psalm 139, 13 bis 16, du hast alles in mir geschaffen und hast mich am Leib meiner Mutter geformt.
Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Du hast zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde, wie ich gebildet wurde im Dunkeln des Mutterleibes. Die Mutter kann überhaupt nichts dazu beitragen, wo das Herz ist, wo die Lunge ist, wo das Hirn ist. Überhaupt nicht. Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag war. Und so weiter, ihr Lieben. Ihr könnt es weiterlesen. Ihr könnt es, übrigens, tut mir leid, aber ich war jetzt gerade in Indien, darum habe ich ein bisschen Indisch angezogen für euch. Und morgen fliege ich wieder nach Uganda zurück. Ihr seid der Höhepunkt dieser Reise. Ende gut, alles gut. Ja. Also, es ist eine Lüge, dass du ein Zufall oder sogar ein Unfall bist. Amen. Oder ein Problem. Du bist ein Geschenk Gottes für diese Welt. Ganz gleich, was deine Umwelt dir kommuniziert hat. Wisst ihr, mein Vater war das erste Mal in seinem Leben betrunken, wie ich geboren wurde, weil ich nur ein Mädchen war. Das zweite Mal hat er sich betrunken vor Freude, wie mein Bruder kam, weil das endlich der Thronfolger kam. Und ich habe jahrelang geglaubt, ich bin nur ein Mädchen. Wisst ihr, dann wurde ich eingeladen, in der größten charismatischen Gemeinde in Frankreich zu predigen. Und da haben sie geschrieben, ich soll mir ja das sehr schätzen, dass sie mich einladen, denn ich bin die erste Frau, die dort predigt. Dann habe ich zurückgeschrieben, sie sollen sich keine Sorgen machen, in mir wohnt auch ein Schlagermann. Jesus Christus. Amen. Halleluja. Und euch Männer, ihr Lieben, in euch wohnt auch eine starke Frau. Der Heilige Geist ist weiblich im Hebräischen. Der wohnt auch in euch. Amen. So ein bisschen, der Herr hat immer wieder eine Ausgeglichenheit. Ja? Wir sind die Brüder in der Bibel, ihr seid die Braut. Es gibt, wir müssen total umdenken in allen Ebenen. Amen. Also Gott will dich und braucht dich. Zweitens, steh auf, denn Gott spricht zu dir. Und ich sage euch, das ist das Allerwichtigste. In jeder Liebesbeziehung ist Kommunikation das Wichtigste. Amen. Und wir müssen lernen, die Stimme Gottes zu hören. Lest einmal 5. Mose 28 über Fluch und Segen. Wenn ist das wichtigste Wort in der Bibel. Wenn wir das hören, was Gott sagt und tun, dann wird er den Segen ausgießen. Er macht dich zum Kopf, nicht zum Schwanz. Er wird dich segnen im Land, am Feld, überall. Okay? Welcher Vater hier, welche Mutter ist glücklich, wenn die Kinder dumm, krank und arm sind? Ihr seid Gott sei Dank alle normal. Glaubt ihr, Gott ist glücklich, wenn wir dumm, arm und krank sind? Na, der freut sich, wenn seine Kinder Einfluss ausüben. Wenn seine Kinder erfolgreich sind, gesegnet sind. Du kannst unmöglicher Segen sein, ohne gesegnet zu sein. Ich sage immer, Herr, ich freue mich sehr, wie du mich segnest und bitte hör nicht auf. Ich verstehe es zwar nicht, warum du mich so segnest, aber bitte hör nicht auf, denn ich brauche es. Um ein Segen zu sein, muss ich gesegnet sein. Amen. Und da kannst du beten darum. Aber nicht, um dich dann an dem Segen, an den Segen zu klammern, sondern wir sind wie ein Schlauch. Es fließt durch uns durch. Er will uns zum Segen setzen. Mit allem, was wir sind, haben und tun. Amen. Also Gott spricht durch die Natur. Er spricht durch unser Denken, durch Träume und Visionen. Er spricht durch prophetische Worte, das werden wir heute noch sehen, sehr stark. Gott spricht durch unsere eigenen Worte. Wie oft habe ich schon jemandem einen Rat gegeben? Und hat der Herr gesagt, das gilt auch für dich. Amen. Gott spricht durch unser inneres Zeugnis. Er spricht also durch alles Mögliche, durch die Natur. Meine Güte, hat er zu mir schon durch die Natur gesprochen. Durch unsere Wünsche. Er ist ein sprechender Gott. Und er spricht so, dass wir es verstehen, wisst ihr? Du musst nicht Griechisch lernen, dass du Gott verstehst. Nein, sondern einfach nur die Ohren offen haben und mit ihm reden und dann warten, was er tut. Ich habe ein ganzes Buch mit Fragen an Gott. So frage ich dauernd und dann gibt er mir die Antworten. Vielleicht nicht immer gleich, aber er gibt mir immer Antworten. Amen. Und einmal, das war eines der lustigsten Gesprächen Gottes, war ich in Florida. Ich liebe es, an Stränden in den
sehr frühen Morgenstunden spazieren zu gehen, wo noch die Fische springen und die Sonne aufgeht und niemand da ist. Da rede ich laut mit Gott. Und dann war das gerade nicht ein sehr glücklicher Tag. Und dann habe ich gesagt, Herr, wie siehst denn du mich? Wer bin ich denn für dich? Weißt du überhaupt, dass ich auf der Erde bin? Liebst du mich überhaupt? Ich glaube, kein Hund würde sich scheren, wenn ich heute mit diesen ganzen Delfinen in dem Meer verschwinden würde. Hat keine 5 Minuten gedauert, ihr Lieben, hat mich ein Hund geleckt. Ich habe gelacht und gesagt, so, das hast du jetzt einmal gehört, ja. Ich habe gesagt, kein Hund würde sich scheren, wenn ich heute in diesen Wellen verschwinde. Der Hund hat mich geleckt, geliebt, aufgesprungen. Das war der schönste Hund, das war ein Straßenköder, ja. Aber für mich der schönste Hund, das war eine Abgeordnete des Himmels. Gott hat gesagt, was hat die gerade gesagt? Kein Hund, wo ist der nächste Straßenköder? Leck dir mal ordentlich, okay. Und der Hund hat mich geleckt. Ich habe den Hund umarmt, der hat mich geleckt. Also das war eine himmlische Begegnung. Amen. Ja, und ein bisschen später, aber einige Jahre später, habe ich wieder mal gesagt, Herr, wie siehst denn du mich? Dann hat er gesagt, lies Hohes Lied der Lieder 4,7. Dann habe ich das aufgeschlagen. Da steht, du bist mein Liebling und ich sehe an dir keinen Fehler. Ja, ich kann dir aber helfen, meine Fehler zu sehen. Und ich sagte, deine Hilfe brauche ich nicht. Ich sehe dich mit den Augen Gottes, mit den Augen meines Sohnes. Amen. Amen. Gott liebt dich, der ist verknallt in dich. Amen. Einer glaubt's. Gott liebt dich. Amen. Er ist verknallt in dich. Amen. Er glaubt, du bist das Beste, was er je geschaffen hat. Amen. Halleluja, Halleluja. Gott, der sagt, steh auf, ich will dich ermutigen. Amen. Gott möchte dich dauernd ermutigen. Dauernd sagt er zu mir, steh auf, Maria, mach weiter. Das Beste kommt noch. Amen. Gott ist ein absoluter Ermutiger. Dann steh auf, denn Gott liebt dich. Er liebt dich. Ich sage, ich kann leider, ich spüre schon den Zeitdruck hier. Dieses europäische Zeitverständnis ist etwas fremd für einen Afrikaner. Steh auf, denn Gott will deine Stärke sein. Und er ist in den Schwachen mächtig. Je schwacher du bist, umso mehr hat er Raum, stark zu sein. Amen. Dann steh auf, denn Gott will dich segnen. Aber wisst ihr, gesegnet zu werden, wird man erst gesegnet, wenn man mal endlich das Klammern loslässt. Weil da kannst du nichts reinlegen. So müssen wir sein, dass Gott herausnehmen und hineinlegen kann, was er will. Und da möchte ich euch ein Buch empfehlen, das jetzt erscheint, im nächsten Monat, glaube ich. Und zwar der biblische Umgang mit Finanzen, den der Pastor Daniel gerade geschrieben hat. Denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels. Amen. Geld ist ein fantastischer Diener, aber ein entsetzlicher Meister. Amen. Ich brauche Geld. Und ich sage immer, Herr, nicht für mich, sondern für dein Werk. Und es kommt. Amen. Gott möchte, dass wir die richtige Beziehung zum Geld haben. Denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels. Aber wenn du Geld als Diener siehst, das zu tun, was Gott dir beauftragt hat, dann ist es das Richtige. Amen. Kauft euch das Buch. Der biblische Umgang mit Finanzen erscheint jetzt im Oktober. November haben wir ja schon. Jetzt erscheint es im November. Also ich muss euch sagen, ich weiß immer nur die Jahreszahl. Alles andere ist ziemlich verschwommen bei mir. Halleluja, weil ich so im Jetzt lebe. Steh auf, denn Gott will dich motivieren. Amen. Der sieht keine Begrenzungen in uns. Nein, überhaupt nicht. Der sieht nur seine Möglichkeiten in uns. Und die sind unendlich. Amen. Aber zuerst wird er mal, wisst ihr, den Traum, den Gott für dich hat, für den braucht er einen gewissen Charakter. Und dieses Training deines Charakters, damit dein Charakter mit deinem Charisma übereinstimmt, das sind Jahre, wo man gerne aufgeben möchte. Denn keiner mag lauter Prüfungen. Amen. Da sind wir alle in der Universität des Heiligen Geistes. Und wisst ihr, da kann man nie durchfallen, nur wiederholen. Und manche haben schon zu oft wiederholt.
Eine Frau kam einmal zu mir zur Seelsorge, die war in der 7. Scheidung. Dann habe ich gesagt, wie gibt es denn das, dass du 7 Scheidungen hast? Sagt sie, ich habe immer den falschen Mann geheiratet. Dann habe ich gewagt zu fragen, ja, kann es sein, dass du einmal auch die falsche Frau warst? Dass sie mir kein Ohrfeigen gegeben hat, war das Mindeste. Die ist aufgestanden und hat die Tür zugeschlagen und hat gesagt, mit dir rede ich nicht mehr. Halleluja, war froh, dass sie gekommen ist. Die 7. war bestimmt der gleiche Flop. Weil die hat gesagt zu den Männern, ich liebe dich, aber was sie wirklich gesagt hat, ich erwarte jetzt von dir, dass du mich glücklich machst. Geht in die Hose. Amen. Halleluja. Also, der Glaube sieht die Möglichkeiten, der Unglaube sieht die Schwierigkeiten und Unmöglichkeiten. Halleluja. Also Gott möchte dich unbedingt motivieren. Steh auf, denn du kannst deine Lust an Gott haben. Zweimal schon in meinem Leben hat der Herr Jesus gesagt, Maria, ich möchte eine Woche Flitterwoche mit dir machen. Einmal hat er mich nach Israel genommen, das war eine Wonne, alles bezahlt. Einmal nach Mombasa an den Strand, jeden Tag stand ein Blumenstrauß vor meiner Haustür. Bis heute weiß ich nicht von wem, der ist, aber von Jesus. Amen. Ihr Lieben, gebt Qualitätszeit Gott. Er möchte mit dir Qualitätszeit haben. Und ihr Partner in der Ehe, Qualitätszeit ist das Wunderbarste, was du deiner Ehe geben kannst. Ja, da sehe ich zwei da vorne, die schon strahlen, die das richtig machen. Amen. Also du kannst deine Lust an Gott haben, völlig auf ihn bezogen sein. Zuerst an ihn denken. Was tut Jesus in der Situation? Ich komme oft in Situationen, wo ich nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Sage, Herr, was tust du in der Situation? Dann warte ich, bis er mir zeigt, was er tut. Und dann tue ich das. Das haut immer hin. Keine Konkurrenzlust in deinem Leben. Jesus ist absolut eifersüchtig. Er will Nummer eins sein. Suche zuerst mein Reich, meine Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Amen. Zufallen müssen wir nicht schwer verdienen. Alles andere wird euch zufallen. Aber er will eine Exklusivbeziehung mit uns haben. Genauso wie Ehen Exklusivbeziehungen sind. Absolut treu sein. Wir werden ein göttlicher Lüstling. Habe deine Lust am Herrn? Dann wird das Leben lustig und außerdem wirst du ein Lüstling Gottes. Das ist der einzige Lüstling, der zählt im Reich Gottes. Steh auf, denn du kannst dich auf Gott verlassen. Amen. Er wird dich immer durchtragen. Immer, immer. Also unwahrscheinlich. Wir könnten stundenlang reden von Ereignissen, wo Gott mir gezeigt hat, ich kann mich auf ihn hundertprozentig verlassen. Ganz gleich, wie blöd ich gehandelt habe. Er hat den Weg heraus. Steh auf, denn Gott vergibt dir. Neulich habe ich gehört, es gibt keine Sünde, die Gott überrascht. Er vergibt alles. Jesus hat alles schon bezahlt. Alles. Steh auf, denn Gott führt dich. Denn so ist Gott. Er ist unser Gott für immer und ewig. Er wird uns alle Zeit führen und uns begleiten bis zum Tod. Im Psalm 48, 15. Steh auf, denn Gott diszipliniert dich. Das ist nicht ganz angenehm, gell? Disziplin und Disciple sind, das ist im gleichen Wort. Ein Jünger Jesu braucht die Disziplin des Heiligen Geistes. Amen. Dann steh auf, denn Gott nimmt deine Worte ernst. Da hat der Pastor Daniel eine wunderbare Botschaft über die Macht der Worte. Mit deinen Worten formst du dein Leben und das Leben um dich herum. Unwahrscheinlich, was diese Worte zählen. Ich habe ja Kinder adoptiert, eine Tochter mit 9 Monaten und wie die in die Schule ging, die hat Mathematik gehasst. Dann habe ich gesagt, Angel, der größte Mathematiker der Welt lebt in dir. Sie hat schon ihr Leben Jesus übergeben. Die paar Aufgaben, die du in der Schule kriegst, die kannst du doch locker lösen mit ihm. Heute ist sie die beste Mathematikerin, weil sie ihren Kontakt mit dem besten Mathematiker geschlossen hat, Jesus Christus. Dann habe ich immer Deutsch mit ihr gesprochen, meine Söhne Englisch, die Köchin Luganda. Jetzt hat sie nie gewusst, was sie lesen soll. Dann habe ich gesagt, du hast kein Problem, das ist kein Problem, Jesus, der Heilige Geist spricht alle Sprachen. Du kannst genauso gut Deutsch wie Englisch lesen. Eine halbe Stunde später sitzt sie auf einer Bank mit einem deutschen Buch und liest perfekt Deutsch. Dann habe ich ihr ein Englisches gegeben, hat sie perfekt Englisch gelesen. Wir müssen uns kurz schließen mit Gott.
Gott selbst, für den nichts unmöglich ist. Und unsere Kinder ermutigen. Amen. Unsere Kinder ermutigen. Und es ist so ermutigend, dass sie wissen, ich bin hier an Christi Stadt. Meine Tochter war 5 Jahre, sie hat mir 2,5 Jahren schon ihr Leben Jesus übergeben, auf eigenem. Und dann waren wir im Flugzeug nach Europa, kam der Lautsprecher, wir sollen alle uns anschnallen, auch das Personal, wir kommen in eine starke Sturmzone. Ich mache die Augen zu, angeschnallt natürlich die Augen zu, meine Tochter sitzt neben mir und bete und höre plötzlich ganz laut, Storm, in Jesus' name, stop! Ich schaue, meine Tochter steht auf ihrem Stuhl und schreit es über das ganze Flugzeug. Ich bin natürlich immer kleiner geworden in meinem Sitz hier. Ich habe nächsten Tag gesagt, sei still, der Sturm ist nie gekommen. Wie wir ausgestiegen sind, geht sie zum Kapitän, der dort steht, sagt sie, auf Englisch natürlich, Herr Kapitän, heute hast du nicht recht gehabt. Sagt er, wieso nicht? Sagt sie, der Sturm ist nicht gekommen. Sagt er, wieso nicht? Und sie sagt, den habe ich in Jesu Namen gestillt. Amen. Amen. Und so erziehe ich meine Kinder. Die Kinder im Kindergarten beten schon für die Kranken. Und die werden geheilt. Das heißt doch nicht, ab einem gewissen Alter soll man beten für die Kranken. Sondern der Gläubige. Amen. Steh auf, denn Gott führt dich in die Demut. Amen. Wir sollten uns einzig und allein über das vollbrachte Werk Jesu definieren. Amen. Nicht über deine Leistungen, nicht was du kannst oder nicht kannst, was du besitzt oder nicht besitzt, zu wem du gehörst oder nicht gehörst. Das sind alles nicht Fundamente fürs Reich Gottes. Du bist, wer Jesus Christus ist. Es ist vollbracht. Amen. Gib nicht auf, denn Gott will dir eine neue Identität geben. Es ist nicht mehr du, der für Gott arbeitet, sondern Gott arbeitet durch dich. Dann 17, steh auf, denn Gott erweitert deinen Glauben. Ich sage es euch, der streckt mir dauernd meinen Glauben noch. Oft habe ich schon gedacht, aber jetzt geht es nicht mehr größer. Habt ihr eine Ahnung? Gott hat Erweiterungsmöglichkeiten für deinen Glauben, die alle deine Vorstellungen sprengen. Aber wenn er dich führt, dann gibt er auch alle Gnade dazu. Gibt er alles dazu. Ob das jetzt Finanzen sind oder, wisst ihr, meine Mitarbeiter, also die viele, die gekommen sind und gesagt haben, Maria, ich bin die Lösung, ich kann dir genau helfen mit dem, was du brauchst, die haben mich zutiefst enttäuscht, weil sie sich auf selbst verlassen haben. Aber die, die kommen und sagen, ich würde so gern mit dir arbeiten, aber wenn ich das schaffe, sage ich, join the club. Ja. Tritt dem Club bei, wir schaffen es alle nicht. Meine rechte Hand wurde kurz vor meiner Abreise jetzt gefragt, wie könnt ihr so ein großes Werk managen? Sagt, da habe ich keine Ahnung. Meine rechte Hand. Da habe ich gesagt, du, ich hätte es gleich gesagt. Gott ist in Kontrolle dieses Werkes. Wir müssen nur tun, das bisschen, was er uns offenbart. Amen. Loslassen und Gott lassen. Ja, also Gott möchte uns zu einem Überwinder machen. Wisst ihr, wie ich das erste Mal gelesen habe in der Offenbarung, dass die 12 Tore in das neue Jerusalem alles Perlen sind? Da habe ich gesagt, Moment, da hast du aber wenig Fantasie gehabt an dem Tag. 12 Tore, alles Perlen. Da gibt es ja noch Diamanten, was ich was alles. Sagt er, nein, Maria, die Perle ist für mich der wichtigste Edelstein. Der entsteht durch Überwindung. Es kommt ein Sandkorn in diese Muschel hinein und es tut ihr weh. Sie spuckt es nicht aus, sondern sie fängt an, sich mit dem auseinanderzusetzen und es zu umwickeln. Und da kriegen wir die schönen Perlen. Ich liebe Perlen, ich liebe Perlen. Die sind nämlich noch lebendig. Perle ist der einzige Edelstein, der noch sterben kann. Perlen sind lebendig und Gott hat die Tore für das neue Jerusalem aus Perlen gemacht, damit alle Überwinder wissen, das ist mein Eingang in das neue Jerusalem. Überwinder, ihr Lieben. Überwinder heißt, ich nehme die Situationen an, die Gott erlaubt und umwickle sie mit Lobpreis, mit dem Wort Gottes, mit Anbetung. Und ich garantiere euch, dann wird jede Irritation in deinem Leben zu einem Wunder. Denn Gott wird denen, die ihn lieben und eben alles annehmen von ihm,
Wisst ihr, der Teufel kann mir nichts antun, wo Gott nicht größere Lösungen hat. Amen. Der hat überhaupt keine Chance. Überhaupt keine Chance. Denn Gottes Wege sind höher als seine Wege. Und ich muss euch sagen, diese letzten Jahre waren die fruchtbarsten unseres Lebens in Afrika. Ich habe am Anfang an gespürt, das ist jetzt das Endszenario für Satan. Der Nürnberger Prozess war ein Kinderspiel, verglichen zu dem, was vor uns steht. Und es fängt zu krachen an, ich höre es dauernd krachen. Dass das ganze Lügengebäude, das satanisch ist, wird zusammenklappen. Mit einem riesigen Krach. Aber wir müssen dort bleiben, wo wir hingehören, bei Jesus. Amen. Er kommt. Er kommt. Wir sollen uns freuen. Wir sollen uns freuen. Immer wieder sage ich, Herr, heute hast du es wieder nicht geschafft. Ich habe den ganzen Tag gewartet auf dich. Aber morgen gebe ich dir wieder eine neue Chance. Ja, Halleluja. Er kommt. Wir sind dazu berufen, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Amen. Nicht weniger, nicht mehr. Und was hat er getan? Er hat den ganzen Tag auf den Vater gehört und geschaut und das getan auf Erden, was er da gesehen hat. Amen. Es wird so einfach. Es wird so einfach. Und dann steh auf, denn Gott offenbart sein größtes Geheimnis in dir, für dich. Sein größtes Geheimnis ist, lesen wir davon, mal schauen, wo das jetzt gleich ist. Ja. Im Matthäusevangelium. Danach sprach Jesus das folgende Gebet. O Vater, Herr des Himmels und der Erde, ich danke dir, dass du die Wahrheit vor denen verbirgst, die sich selbst für so klug und weise halten. Ich danke dir, dass du sie stattdessen denen enthüllst, die ein kindliches Gemüt haben. Ja, Vater, so wolltest du es. Mein Vater hat mir Vollmacht über alles gegeben. Niemand außer dem Vater kennt den Sohn wirklich. Und niemand kennt den Vater außer dem Sohn und jenen, die der Sohn den Vater offenbaren will. Ihr Lieben, Jesus hat gejubelt, dass dieses Geheimnis von allen Religiösen, von allen, die sich selber für gescheit halten, ja, auch vor allem vor Theologen, verborgen hat. Gott geht es nicht um Religion, es geht ihm um eine Liebesbeziehung mit ihm. Es geht nicht um Religion, es geht auch nicht um Kirchenzugehörigkeit. Ich habe mich entschlossen, nie mehr ein Kirchengebäude zu bauen. Mehrzweckhallen baue ich. Und wenn die Gläubigen drinnen sind, ist halt gerade eine Kirche. Weil die Gläubigen sind die Kirche, nicht das Gebäude. Amen. Ich garantiere euch, die Gebäude klappen alle zusammen. Wie die Notre Dame gebrannt hat, habe ich so eine Freude gehabt. Da habe ich gesagt, Herr, spinne ich? Dieses riesige, wunderbare Gebäude brennt. Sagt er, ich freue mich genauso wie du. Sag ich, wie bitte? Sagt er, ja, mein Götze brennt. Gott will nicht diese riesigen Kirchen, der will Lichter, die den Sohn Jesus Christus vertreten auf dieser Welt. Und das bist du und ich. Es ist eine totale Umschichtung, ein totales Umdenken. Es geht auch nicht mehr um Positionen. Gott sucht Menschen, deren Herz ihm hundertprozentig gehört. Und auf Luganda heißt hundertprozentig Chikumi Kuchikumi. Und wir grüßen uns schon. Manchmal grüße ich meine Mitarbeiter. Chikumi Kuchikumi, yes Mama. Chikumi Kuchikumi. Dann weiß ich ja 100% dafür Jesus. Amen. Es geht. Du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Amen. Entweder ihr schlaft schon oder glaubt mir nichts mehr. Halleluja. Ihr Lieben, ihr seid sowas von wichtig. Sowas von wichtig. Ihr seid die Botschafter, die Stellvertreter an Christi Stadt hier auf dieser Welt. Und wisst ihr, Gott nimmt alles ernst. Ich hab eine alte Bibel gefunden vor kurzem. Und ich habe mich gewundert, warum ich in Afrika gelandet bin. Und vor Jahren, im 1980, habe ich bei einer großen Evangelisation in Amerika, wo der Pastor, der gepredigt hat, gesagt hat, heischet die Nationen, die Gott für euch hat, schreibe ich in meine Bibel, ich heische Afrika.
Herr, gib mir so eine Salbung, dass die Nationen in ihren Grundfesten erschüttert werden. Dann habe ich gesagt, das habe ich mit meiner Handschrift geschrieben. Und jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Der Herr tut es. Der Herr nimmt deine Worte ernst. Sehr ernst. Und höre hinein, was er dir ins Herz legt. Er wird dir geben, was sein Herz begehrt. Er legt seine Wünsche in dein Herz. Die dürfen wir ernst nehmen. Amen. Aber hör dir, es geht alles nur über Gott mehr glauben als allem anderen. Seinem Wort mehr glauben. Seinen Eingebungen mehr glauben. Amen. Halleluja. Er will eine innige, intime, exklusive Beziehung mit dir haben. Und das macht ihn glücklich. Und da freut er sich. Und wenn der Ehepaar noch das miteinander machen, wisst ihr, miteinander beten. Ich habe jetzt angefangen, mit meiner Familie das Wort Gottes laut zu lesen. Jeden Abend um 6:30 treffen wir uns und lesen miteinander 2 Kapitel aus der Bibel. Angefangen haben wir mit Psalmen, Sprüchen. Jetzt sind sie schon bei Lukas. Sie machen das auch eifrig, während ich weg bin. Laut lesen. Weil ich gesagt habe, wollt ihr Gott laut reden hören? So haben sie gesagt, ja. Dann habe ich gesagt, na, lesen wir die Bibel laut. Und dann lesen wir laut und ich frage dann die Kinder, was habt ihr gehört? Und ich komme aus dem Staunen nicht heraus, was die dann hören. Das ist auch eine sehr gute Botschaft von Pastor Daniel, dass wir eigentlich unser Ohr nur durch das Wort Gottes schulen können, das Wort Gottes zu hören. Amen. Wenn du möchtest, dass Gott laut mit dir sprechen soll, fang an, die Bibel laut dir selber vorzulesen. Und bevor du anfängst, sag, Heiliger Geist, sprich. Ich höre. Amen. Ja, und jetzt wollen wir, haben wir noch ein bisschen Zeit, gell? Ja, jetzt möchte ich gerne Pastor Daniel heraufrufen. Und wir wollen beten für gewisse Situationen. Er wird prophetisch sprechen, weil der Herr möchte hier Reich Gottes umsetzen in unseren Herzen. Amen. Amen. Und da bin ich sehr dankbar, denn auf Pastor Daniel liegt eine besondere Salbung des Prophetischen und des Heilens. Amen. Wir haben noch 5 Minuten effektiv, um jetzt Heilung freizusetzen. Wir sind ja effektive Deutsche, wir machen das jetzt, ja? Wunderbar, wir wollen davor. Ich lade dich ein, dass du jetzt schnell switcht in die Glaubensebene hinein. Ich werde jetzt dienen mit der Geistesgabe der Unterscheidung der Geister. Mit dem Wort Erkenntnis, das heißt, ich höre jetzt gleich auf Gott, sag bestimmte Sachen, sprich sie einfach aus. Ich lade dich ein, wenn dich dies trifft, dieses Wort, und du sagst, jawohl, ich möchte das haben, dass du dann kurz einen Schritt des Glaubens machst, wie funktioniert das? Du stehst einfach auf. Ganz simpel, ja. Dieses Wort, wenn du das Wort hörst und sich es verbindet mit Glauben, hat es eine Kombination Worterkenntnis mit Glauben und dann kommen die Wunder zustande. So funktioniert es. Beispiel, Jesus spuckt auf den Boden, nimmt das Zeug, aber auf die Augen, geh und wasch dich. Ganz toll. Dann macht er das, ein Schritt des Glaubens aufgrund des Wortes von Jesus und die Heilung kommt zustande. Genau, so funktioniert es im Reich Gottes. Ja? Ihr könnt schon mal anfangen zu spielen. Jesus, wir danken dir, dass dein Wort Heilung bringt, dass du der König bist. Danke für das Wort von Maria heute. Danke, dass wir dein Wort gehört haben und wir wollen das tun, was du sagst in Jesu Namen. Amen. Die erste Gruppe, die ich jetzt bitte aufzustehen, ich habe gesehen, dass hier Menschen sind, die stehen wie vor einer Wand, wie vor einer Tür, die zu ist, wie vor einer geschlossenen Tür. Und du hast eine Situation in deinem Leben und du weißt nicht, wie du da rauskommst, du weißt nicht, wie du das Ding lösen willst. Und Jesus gibt dir einen Schlüssel und dieser Schlüssel ist ein Schlüssel des Glaubens. Und er gibt dir diesen Schlüssel in deine Hand und legt es in deine Hand und du ergreifst es im Glauben und sagst, jawohl. Jesus, ich möchte dir mehr glauben wie in Umständen. Und du nimmst diesen Schlüssel und du machst es auf. Und diese Tür geht auf. Und ich habe gesehen, manche von euch sitzen wie in so einem Gefängnis drin. Ein Gefängnis, wo man nicht rauskommt. Und Jesus, ja, wie in der Postgeschichte, er ruft einfach einen Engel und diese Tür geht auf. Wenn dich das betrifft, steh kurz auf und wir setzen es frei, dass es zustande kommt in deinem Leben. Vater, du siehst jetzt alle Leute, die stehen. Leg mal deine Hand auf dein Herz. Vater, ich bete, dass jetzt tiefer, tiefer Glaube entsteht in den Herzen, in Jesu Namen. Und wir sprechen aus, dass jetzt himmlische
Apostelgeschichte Momente geschehen, wo Engel Gottes in die Häuser kommen und diese geschlossenen Türen aufgehen, dass der Glaube jetzt ergriffen wird und die Leute jetzt rausmarschieren in Jesu Namen. Ich spreche bewusst aus, geschlossene Türen geht auf in dem Namen des Herrn. Und alle sagen, nimm es im Glauben, setz dich hin. Die zweite Gruppe, ich habe gesehen, Angstzustand, Panikattacken und Schlaflosigkeit. Angstzustand, Panikattacken, Schlaflosigkeit, die Gott jetzt heilen will. Wenn du mit Angstzuständen zu tun hast, Panikattacken oder Schlaflosigkeit, steh kurz auf, wir hauen das Ding raus, gehört nicht zu dir. Leg deine Hand auf dein Herz. Vater, wir danken dir, dass Panikattacken jetzt ein Ende haben in Jesu Namen. Geisterangst verschwinde, denn wir haben keinen Geisterangst bekommen, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und wir gebieten jetzt zu diesem Berg, Berg der Angst, erhebe dich und wirf dich ins Meer. Verschwinde in Jesu Namen. Raus aus diesen Dingen in Jesu Namen. Wir gebieten dir jetzt raus. Wir beten jetzt, dass wir richtig gut schlafen werden. In Jesu Namen. Und dass wir himmlische Träume haben nach Joel 3. Und nicht Schlaflosigkeit, wo wir getrieben sind von den Problemen. In Jesu Namen spreche ich aus, sei frei von Angst, sei frei von Panikattacken, sei frei von dieser Schlaflosigkeit. In Jesu Namen, danke Jesus. Amen, darfst du dich hinsetzen? Letzte Gruppe, noch 2 Minuten, aber Zeit, Halleluja. Alles gut, wir machen das effektiv. Unheilbare Krankheiten. Ich selber war unheilbar krank. Wenn du vor einer Wand stehst und die Ärzte haben gesagt, es ist zu Ende, will ich dir sagen, es ist niemals zu Ende, bis Gott nicht sagt, es ist zu Ende. Es gibt immer eine Lösung. Unheilbare Krankheiten und Krebs. Wenn es dich betrifft, steh kurz auf. Unheilbar, die Ärzte haben gesagt, es geht nicht mehr. Auch wenn du online dabei bist, ich lade dich ein, wenn du online dabei bist, sag, jawohl, ich mache mir jetzt eins. Es ist nicht wichtig, dass du hier bist, es ist wichtig, dass du den Glauben hast jetzt im Herzen. Wenn es dich betrifft, unheilbare Krankheiten, steh kurz auf, wir machen uns jetzt gleich eins. Hauen das Ding raus in Jesu Namen. Leg einfach die Hand auf die Stelle, wo es ist. Die Bibel sagt, Kranken werden wir die Hände auflegen und sie werden gesund. Und in Jesu Namen sprechen wir jetzt hinein. Krankheit, erhebe dich und wirf dich ins Meer. Nach Markus 11 in Jesu Namen sprechen wir zu diesem Berg. Erhebe dich und wirf dich ins Meer. Jede unheilbare Krankheit verschwinde jetzt in dem Namen des Herrn. Krebs verschwinde in dem Namen des Herrn. Und auch online verschwinde jede Krebszelle, jede unheilbare Krankheit, jede Probleme in den Körpern, wo die Ärzte gesagt haben, da ist keine Chance. Sprechen wir jetzt hinein. Jetzt kommt der Arzt der Ärzte, Jesus Christus, in deinen Körper, in Jesu Namen. Und ich spreche aus, sei geheilt von deiner Plage, in Jesu Namen. Sei geheilt. Und die Bibel sagt, Kranken werden wir die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Wir sprechen jetzt Gesundheit hinein, in Jesu Namen. Und alle sagen Amen. Amen.